So, hallo, das wird eine ungewöhnliche Aufnahme. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Es gibt so ein Spiel aktuell, was heißt aktuell? Das gibt scheinbar schon jetzt eine ganze Weile. Das heißt Wordle. Und es gibt jeden Tag ein neues Wordle zu lösen. Und da muss man einfach ein Wort rausfinden, was fünf Buchstaben hat. So, und das ist jetzt natürlich keine große Sache, das einmal am Tag zu spielen. Das kann man zweimal machen, das gibt es in Deutsch und in Englisch. Deswegen habe ich auch zwei Stück davon. Und ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, wir gucken uns einfach mal jetzt an, ob das lustig ist, wenn ich das dazu aufnehme. Weil manchmal ist es tatsächlich ganz witzig, wie sich die Wörter zusammensetzen. Und ich werde es jetzt aber nicht dann an dem Tag hochladen, wo das Wordle dran ist, weil dann würde ich damit ja die Lösung hochladen. Sondern ich sammle einfach so ein paar Videos und lade dann die mal so am Stück hoch. Also so, ne, ich nehme jetzt vielleicht das an 5 Tagen hintereinander auf und dann schneide ich das zusammen und dann haben wir ein kurzes 5- bis 6-minütiges Wordle-Video oder vielleicht auch länger, weil manchmal dauert es tatsächlich recht lange, bis man auf so ein Wort kommt. Ihr werdet gleich sehen, wie es geht. Ich spoilere jetzt damit so ein bisschen mein Anfangswort, aber naja, es ist halt so, ne? Okay, ich aktualisiere die Seite mal. Zack. Und da ist jetzt das neue Wordle. Ich hoffe, man sieht das vernünftig in der Aufnahme. Bin mir noch nicht sicher. Ja, mein Anfangswort ist immer Wound. Da habe ich ein O, ein U drin, ein N drin und so weiter. Und dann gucken wir mal. Ja, gelb bedeutet, der Buchstabe kommt in dem Wort vor, ist aber nicht an der Stelle, wo das R jetzt steht. Grün bedeutet, es ist alles richtig, der Buchstabe kommt vor und ist genau an der Stelle. Das heißt, wir haben schon zwei Buchstaben gefunden. O und D als schwarz bedeutet, die Buchstaben kommen so gar nicht vor. Das heißt, die sind raus. Und jetzt sieht man auch hier an der Tastatur hier unten, haben sich jetzt die entsprechend geändert. Und ich muss jetzt also überlegen, ich muss jetzt ein Wort finden, wo ein R vorkommt. Das R ist aber nicht am Anfang. Und das U ist an der dritten Stelle und das N ist an der vierten Stelle. Und ja, es muss Englisch sein. Man kann jetzt natürlich auch erstmal andere Wörter bauen aus 5 Buchstaben, um zu gucken, andere Buchstaben auszuschließen. Das ist aber eher nicht so mein Spielstil. Ich spiele das eher so, dass ich eben gucke, finde ich vielleicht gleich die Möglichkeit, das Wort zu bauen, was ich suche. Na, dann kann man es ein bisschen ansetzen. Okay, was ist, wenn das Wort mit einem P anfangen würde? Was ist, wenn dann hier jetzt vielleicht das R käme? Jetzt muss das UN kommen. Lässt sich daraus ein englisches Wort bauen, aber Prunt, gibt es Prunt? Es gibt das Wort Prunt. So, also er nimmt nur die Wörter an, die es auch wirklich gibt. Ne? Wenn ich jetzt da irgendeinen Fantasiequatsch hinschreiben würde, würde er nicht sagen, ach ja, hier der Buchstabe passt, sondern, also ich meine, es heißt dann Point, ist mir klar, aber ich habe keine Ahnung, was Point heißt. Okay, jetzt haben wir schon Run in der Mitte. In der Mitte ist Run. 3 Buchstaben passen, 2 Buchstaben passen noch nicht. Und es ist jetzt halt öfter schon tatsächlich so gewesen, dass man, also dass es einfach Wörter sind, die kennt man einfach auch nicht mehr. Also, ne? Ich könnte jetzt einfach mal Bruni probieren. Keine Ahnung, ob es das Wort gibt. Ich hätte es noch nie gehört. Aber es wären halt Buchstaben, die wir noch nicht haben. Okay, das Wort gibt es halt nicht mal. Not in Wordlist, sagt er dann. Bruns, gibt es Bruns oder so? Das klingt ganz komisch. Vielleicht mal mit C. Das gibt es auch nicht. Okay, schade. Bruni? Ich hab. Buank! Buank! Ah, Dwank! Nee, Dwank darf ich nicht, weil Dwank ist ja weg, weil das D ist nicht drin. Buank gibt es auch nicht. Okay. Gibt's Frank? Frank? Gibt's das? Nee. Aber wie gesagt, also Prunt hätte ich auch nicht gewusst, dass es das als Wort gibt. Na, so läuft das. Kuni? Quank gibt's doch. Irgendwas mit Runk. Mit Runk kann es wirklich aufhören. Es hört nicht mit Runk auf. Okay, damit haben wir das K hinten auch ausgeschlossen. Okay, Guan.
Guan könnte ich mir am Anfang vorstellen. Grün, gibt es Grün so irgendwie? Grün? Nein. Guans? Grunz? Nein. Guang, Guang. Schade. Nee, keine Ahnung. Das ist Quatsch. Okay. Kein G vorne, vermute ich jetzt mal. Es kann halt auch sein, dass es ein ganz einfaches Wort ist und es jeder schon sieht und ich sehe es jetzt noch nicht. Ne? Das kann natürlich sein. Welche Wörter könnte man denn noch vorne hinsetzen? Fron, Frun, Fron. Frunz. Ich glaube, es wäre jetzt sinnvoll, an der Stelle tatsächlich mal einfach fünf Wörtern irgendeinen Buchstaben, also so eine Buchstabenkette zu nehmen, die einfach fünf neue Buchstaben beinhaltet. Kriege ich aus den Buchstaben da unten was hingebastelt? Ich hätte gern irgendwas, dass das E hinten ist. Ich glaube, das E müsste hinten sein, so Rune. Aber was könnte dann vorne für ein Buchstabe sein, der noch übrig ist? Brune hatte ich, glaube ich, schon, ne? Ja. Brune hatte ich schon. Ha. Oder Runa? Was ist mit Runa? Was könnte wo vor Runa kommen? Nee, Runa, das klingt ganz merkwürdig. Das klingt ganz, ganz merkwürdig. Okay, ihr merkt, so geht es mir aber halt auch wirklich, wenn ich das spiele. Ich sitze da und grübel. Wir bauen jetzt ein neues Wort. Was sind denn noch für Buchstaben übrig? Maces. Go, alle, okay, die sind alle raus. Die sind alle raus. Yo. Es kommt kein E vor, damit ist mein Rune hinten schon mal komplett vorbei. Runa geht's auch nicht. Oha. Okay, was kann hinter einem Run kommen? Von den Sachen, die noch da sind. Was kann hinter einem Run kommen? Von den Sachen, die noch da sind. Da kann kein Q, da kann kein W, ein Y höchstens, so Runi. Aber was soll dann davor sein? Vruni, Skruni, Bruni. Hatten wir Bruni schon? Ja, also weiß ich nicht, ob wir es schon hatten, aber es ist es jedenfalls nicht. Ha, aber Fruni. Ich meine, wahrscheinlich gibt es solche Wörter, aber ich kenne sie halt nicht. Es ist safe irgendein Wort, was ich nicht kenne. Manchmal geht man dann halt auch in die Richtung, dass man Sachen plötzlich doppelt macht, die man schon mal gemacht hat. Also wundert euch da nicht. Boah. Boah, ich habe nur noch zwei Versuche. Aber ich krieg ja nicht mal mehr ein Wort hin mit den Sachen, die da sind. Also ich krieg's ja nicht mehr hin, dass er irgendein Wort annimmt, selbst wenn es dann falsch wäre. Puh, Junge, Junge, Junge. Das gibt's doch nicht. Ich geh auf Grund. Also Grund könnte ich mir schon vorstellen. Aber dann. Aber das hatten wir alles letztens. Das hatten wir alles schon. Das war alles nix. Kann jetzt alle durchklicken und das sind aber auch, also das sind auch Kombinationen, die könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ne, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Grundel, so, das klingt total komisch. Oder Grun. Oder Grung. Oder Grunf. Das klingt alles super weird. Also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nee. Grunve.
Scheiße. Okay, G vorne ist damit eigentlich auch schon wieder raus, weil wir haben alles mit G vorne durch. Brunnen. Ich gehe wieder auf Brunnen. Was kann da alles hin? Bronx. Ich mein Bronx hätte ich gekannt, aber Bronx? Ich halt auch nicht. Brunnel. Ey, scheiße, Bruni. Das hatten wir alles schon. Das hatten wir alle. Nee, nicht so. Das hatten wir alles schon. Ich weiß, das hatten wir alles schon. Das ist es ja auch nicht. Oh mein Gott, es ist ein Rung. Es ist ein Rung. Aber von den. Das ist das! Das ist das! Von den Buchstaben, die da sind. Ich kenne das Wort nicht. Wrung? Eirung? Frung mit F, Wrung mit V, Xrung. Was ist das? Wrong hätte ich gekannt, aber Wrung, gibt's das? Oh mein Gott, es ist Wrung. Was ist das? Was heißt das? Okay, es ist einfach Wrung. Stabil. So, dann guck. Wie lange haben wir jetzt hier dran gesessen? Habe ich vorhin gesagt, alle, die ich zusammenschneide, sind dann 6 Minuten. Wenn ich das zusammenschneide, wird das einfach eine Stunde. Okay. Ja. So, lasst mich kurz was probieren. Ich habe hier ja Chrome zusammengeschnitten. Wenn ich jetzt hier auf. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Wartet mal kurz. Nicht, dass hier komische Sachen auftauchen. Wir machen mal kurz hier den Bildschirm aus. So, zack. Aber da passiert ja. Nee, da passiert eigentlich nichts. Da ist nichts Schlimmes, was man da sehen könnte. Nee, das geht eigentlich klar. So. Wrung. So, was ist jetzt Wrung? Moment, jetzt muss ich euch wieder hier reinziehen. Sekunde. So. So. Was ist jetzt Wrung? Das ist normalerweise, wenn das so ein Wort. Ja, Wrungdeutsch, genau. Okay. Ausgewrungen. Ja. Das verwende ich standardmäßig in der englischen Sprache, wenn ich etwas auswringe. Okay. Das macht man auch so oft, noch Dinge auswringen. Ja, cool. Gut, das war die Geschichte. Dann gehen wir doch gleich noch in das deutsche Wordle rein. Zack. Ah, das war das englische Wordle nochmal. Moment, was ist das deutsche? Da. Zack. Okay, und ihr seht hier meinen Verlauf, ne? Also ich habe schon. Öfter mal tatsächlich mit 3 Versuchen hatte ich das Ganze durch. Und das Lustige ist, es gibt im Deutschen ein sehr ähnliches Startwort, was ich benutzen kann. Und zwar Runde. Also ich benutze im Englischen das Startwort Round und im Deutschen das Startwort Runde. Ich finde, das sind ganz coole Startwörter. Ja, da haben wir schon mal ein D irgendwo. Okay. R darf ich nicht mehr benutzen, E darf ich nicht mehr benutzen und so weiter. Dann bauen wir jetzt irgendwas mit DA. Der DAX. DAX, es sind alles Buchstaben, die wir noch nicht hatten, und es ist ein deutsches Wort. Okay, und da haben wir schon das DA fertig. So, davon würde noch möglich sein. Nein, würde nicht möglich sein, weil das N ist raus. Davor würde aber. Nein, davor geht auch nicht, weil das R ist raus. Darf gar nicht, dann ist es gar kein Darf. Geht dabei noch? Nein, dabei geht auch nicht. Daher geht auch nicht. Damit? Damit geht. Punktlandung. Das ging jetzt schnell. Sehr schön. So mag ich das. Okay. Das waren jetzt schon mal 15 Minuten. Vielleicht reicht es auch 2 Tage zusammenzufassen. Huch. Ich hätte gedacht, das Englische geht schnell. Aber ja, das ist das Ding. Manchmal sitzt man da und weiß einfach nicht, was Sache ist. Gut. Aber wie gesagt, ich lade es auf keinen Fall an dem Tag hoch, an dem das Quiz selber stattfindet. Erst an dem Tag, an dem es vielleicht vorbei ist. Es ist jetzt doch ein 15-Minuten-Video schon geworden. Eine einzige Aufnahme. Huch. Aber ich meine, ich spiele es eh. Ich finde, es ist super zum Abschalten. Es ist so gut zum Abschalten. Einfach mal kurz ein bisschen, ne? So das Hirn anstrengen. Ich finde das super.
Es ist was ganz Simples. Klar, gar keine Frage, aber es ist einfach großartig. Ja, vielleicht sollten wir Musik hinten wieder laufen lassen, so, aber ich glaube, das lenkt mich dann ab. Weiß es nicht. Werden wir sehen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, falls ich das jetzt als Einzelvideo hochlade. Ansonsten kommt noch mehr hinten dran. Ja, wie auch immer. Falls das hier jetzt schon vorbei ist, weil 15 Minuten ist ja doch recht lange, das könnte ich tatsächlich als ein Video hochladen, einfach schon mal um zu testen, ob ihr das überhaupt annehmt, so, ob ihr das gucken wollt. Wäre halt einfach so ein Zusatzvideo am Tag, weil, wie gesagt, ich spiele das eh, dann kann ich es auch aufnehmen, wenn das lustig sein sollte. I don't know, wie auch immer. Danke fürs Zuschauen und tschüss. So, der nächste Tag, das nächste Wordle. Ja, ich aktualisiere die Seite und ich erzähle ganz kurz, ich habe jetzt den Hard Mode hier aktiviert. Den kann man hier oben aktivieren. Und dann kann man nämlich nicht mehr solche Scherze wie hier machen. Das wollte ich auch eigentlich gar nicht. Das war tatsächlich eine Ausnahme, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Eigentlich habe ich so nie vorher gespielt. Und mit dem Hard Mode wird das praktisch sogar verboten. Insofern, ja, wir starten wieder mit unserer Standardtechnik. Wir fangen mit der Round an. Und das war schon mal super. Das ist das erste Mal, also ich glaube, das ist ganz selten, dass mir das Startding. Okay, dann nehmen wir Maces als nächstes. Das hat ja auch gut funktioniert. What now? Ich habe schon 10 Buchstaben, die einfach gar nicht vorkommen. Jetzt muss ich ein Wort mit 5 Buchstaben bilden, was die alle nicht hat. Jetzt wird schon interessant. Wir haben noch ein I. Von den Vokalen haben wir noch ein I. Das war's. Okay. Piep. Nee, Tipp. 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 Nee. Till. Till. Nee. Okay, Will. Haben wir noch ein D? Nee, D ist auch raus. Bill. Bill haben wir noch. Billy. Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir mal Buchstaben. Okay, jetzt muss ich I und L verwenden, was ich ja sowieso wollte. Okay, I ist sogar an der richtigen Stelle. G. Nee. Oder Li. Wir fangen mal mit Li an. Das L ist vielleicht vorne. Was ist denn noch übrig? Lik. 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 Nee, Lik kann ich auch mit nichts verbinden. Like, nee, like geht gar nicht. Live. Lit. Nee. Wit. Witch! Oh, da ist kein L drin. Ha! Schade. Stimmt, da ist kein L drin. Ich brauche ein L. Stimmt, ich brauche ein L. Ah. Ja, nö, also. Mit L an. Ich meine, Litsch, gibt's Litsch? Würde ja genauso funktionieren. Nicht in Wordlist. Okay, schade. Pitch! Nee, ist ja kein L drin. Scheiße. Lee. Lich. Lick. Liv. Licks. Live. Ey, ich bin schon wieder raus hier. Es
ist alles Quatsch Lit. Aber ey, das ist bestimmt wieder irgendein Wort, was ich einfach nicht kenne. Ich probiere jetzt halt Dinge aus, die nach Wörtern klingen, die vorkommen könnten. Pittel, so das habe ich halt noch nie gehört. Weiß nicht, was das sein soll. Oder Pickel. Alles auch noch nie gehört. Pickel. Pilk. Aber das ist alles. Pike. Nee, geht ja gar nicht. Pickel. Nee, geht auch nicht. Darf ich ja gar nicht. Pickli. Pickli. Boah, ich meine, gibt's so ein Wort? Lippi, Y ist ja raus. Y ist ja raus. Gibt's Lippi? Lippi gibt's auch nicht. Tja. Das ist schon schwierig. Ich habe halt nur noch ein I. Ich habe halt keinen anderen Vokal, den ich benutzen darf. Licky. Was soll das sein? Keine Ahnung. Kiki. Ah, das ist kein L drin. Kikli. Verzweiflung macht sich breit. Oh, ich habe noch gar nichts mit F probiert. Phil. Phil. Weiß ich nicht. Philik. Keine Ahnung, ob es das Wort gibt. Philik. Philipp. Philit. Mann. Oh, das ist irgendein Wort, was ich wieder nicht kenne. Safe. Es ist safe irgendein Wort, was ich nicht kenne. Philipp. Philik. Gilif. Ach, das L darf ja gar nicht an der Seite. Das L war völlig an der falschen Stelle. An der kann es ja gar nicht sein. Ja, nun also. Okay, es muss doch möglich sein, irgendein Wort zu finden, was an der zweiten Stelle ein I hat und irgendwo anders ein L. Und die nicht verwendet, die ich schon raus habe. Muss doch möglich sein. Liv. Liffi. Ich weiß es nicht. Liffi. Ah, nee, schon ist raus. Ey. Lüft. Warte, Lüft? Irgendwas mit Lüft? Lüfti. Lüft, Lüft. Was könnte da hinten? Lüfts. Lüfts gibt's bestimmt. Schade. Ach, Mann. Lüft, Lüft. Ich bleib mal bei Lüft. Was habe ich noch für Möglichkeiten? Ja, aber mehr habe ich eigentlich nicht, was ich da noch machen, draus machen kann. Nee. Nee. Lifli? Ist ja auch, ich weiß nicht, nie gehört so Wörter. Keine Ahnung. Piff? Piffli? Ich komme mir so blöd vor. Ich weiß nicht. Pickli? Pit hatten wir schon, ne? Irgendwas mit Pit hatten wir schon. Ah! Junge, ich komm nicht. Ah, oh, ich hasse das. Das ist irgendwas, was ich überhaupt nicht kenne. Ich sehe kein Wort mehr, was ich noch kennen könnte. Bruder.
Machen wir mal C an Anfang. Das haben wir noch ganz wenig gemacht. C an Anfang. Zipli. Ich weiß doch auch nicht. Sit. Sittel. Sittli. Ah nee, L kann an der Stelle ja nicht sein. Ist ja ausgeschlossen worden da oben. Sickle. Bruder, ich habe keine Ahnung. Civil. No, Civil. Es ist nicht Civil. Aber ich habe Wort gefunden. Ich habe noch mehr ausgeschlossen. Aber Civil, ja. Okay, das L muss jetzt am Anfang sein. Das ist jetzt praktisch wie ein grünes L eigentlich. Es geht mit Li los. Es geht mit Leid. Oh mein Gott. Natürlich, Leid. Da geht mir ein Licht auf. Okay, so, Deutsch. Bitte Deutsch schnell. Habe ich da jetzt auch Hard Mode drin? Ja, sehr schön. Bitte Deutsch jetzt schneller. Wie lange haben wir jetzt schon wieder? Für Englisch haben wir jetzt schon wieder 10 Minuten gebraucht. Jo, das ist eine halbe Stunde Video jetzt schon mit zusammengeschnitten. Okay, so, meine Runde bringt mir schon mal ein bisschen Erfolg. R und E kommt vor, aber nicht an den Stellen, wo wir sind. Dann packen wir das E an den Anfang, das R hier hin und bauen ein neues Wort aus, das nicht UND enthält. Das ist noch relativ simpel. Ich will halt nur für möglichst brauchbare Buchstaben drin haben. Nehmen wir das A mit rein. Nee, es ist schlecht. Lässt er erst die gelten? Er lässt erst die gelten. Chillig. Okay, das E ist richtig am Anfang. Das R ist immer noch falsch. Ein I kommt auch vor. Dann haben wir schon mal Eir. Eiram ist aber, glaube ich, was. Nee, ne? Das schreibt man. Ich glaub, das schreibt man auch mit AI oder so. Ich weiß nicht, ob das der hier zählen würde. Gibt es Eir? Kann ich da irgendein deutsches Wort draus machen? Eir mit 5 Buchstaben? Nee, ich glaube nicht. Eich. Ja, da wäre jetzt noch das R übrig. Das kann nicht sein. Ich meine, es muss ja auch nicht Ei sein, es kann ja auch anders sein. Kann ja auch, was weiß ich, Elric. Ekr. Nee, ich muss das I auch noch unterbekommen. Das I muss ich ja auch noch unterbekommen. Ich bleib mal bei Ei. Ich bleib mal, wir überlegen mal, was Ei noch möglich ist. Ei und jetzt ein R. Irgendwo muss noch ein R rein. Eifer. Eifer wäre grundsätzlich noch denkbar. Oh mein Gott, das ist es einfach. Das war einfach das Wort. Ja, chillig. Okay, das waren wieder eine gute Viertelstunde. Jetzt haben wir eine halbe Stunde Wordle. Ich denke, das reicht. Ich denke, das reicht. Dann lade ich einfach mal testweise jetzt am. Jetzt ist Montag. Ja. Am Dienstag. Nach 12 Uhr. Das hier hoch. Also beziehungsweise das wird dann halt ein Dienstagsvideo. Ja, es wird einfach ein Dienstagsvideo. Okay. Ja. Dann gucken wir mal, wie das bei euch ankommt, ob euch das gefällt. Wenn ja, dann nehme ich gerne weiterhin meine Wordle-Sessions auf und zeige sie euch. Und wenn nö, dann halt nicht. Ne? Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.